Hallo und herzlich willkommen zu Dimensiones. Wir machen heute Akzentsetzungsregeln im Spanischen. Yeah! Erst einmal habe ich euch einen Akzent hier stark vergrößert. Wo kommen diese Akzente vor? Nur auf den Vokalen A, E, I, O, U. Jedenfalls im Spanischen. Ich habe auch schon Akzente auf anderen Buchstaben gesehen, aber das war dann verkehrt. Man muss Folgendes wissen: Es gibt im Spanischen zwei Arten von Wörtern, Nasewörter und Amorwörter. Nasewörter enden auf Nase, I, O, U, also auf NS oder Vokal. Región, Plaza, Plazas, Torre, Iraní, Médico, Perú. Wann haben jetzt diese Nasewörter keinen Akzent? Wenn sie betont werden wie das Wort Nase auf der vorletzten Silbe, zum Beispiel Plaza. Wenn sie gegen diese Regel verstoßen, zum Beispiel Region wird nicht auf der vorletzten Silbe betont, dann bekommt die betonte Silbe einen Akzent. Amorwörter enden auf einen Konsonanten, aber eben nicht auf N oder S, dann wären sie ja ein Nasewort. Organizar, Super, Jupiter, Español, Ciudad, Señor, Andaluz, Reloj. Wann haben diese Amorwörter keinen Akzent? Wenn sie wie Señor auf der letzten Silbe betont werden, also wie Amor betont werden. Hingegen Super wird nicht auf der letzten Silbe betont, auf der vorletzten. Jupiter auf der drittletzten bekommen also einen Akzent, um diese Regelverletzung anzuzeigen. Merkt euch also folgende Regel: Bei Nasewörtern wird normalerweise die vorletzte Silbe betont, bei Amorwörtern die letzte. Also Nase ist die vorletzte, Amor die letzte. Wird ein Wort anders als nach dieser Regel betont, wird die betonte Silbe durch Akzent markiert. Jetzt habe ich hier einige Rasenmäherwörter. Das sind Wörter, über die ich mit dem Rasenmäher rübergefahren bin und bei denen ich alle Akzente abrasiert habe. Die Tilde auf dem Senor oder der I-Punkt auf Musiker sind jedoch geblieben. Die waren zu flach für das Scherwerk. Jetzt gilt es zu entscheiden, ist das Wort ein Nasewort oder ein Amorwort? Also guckt euch den letzten Buchstaben an und die wievielte Silbe von hinten ausgezählt wird betont. Die letzte, die vorletzte, die drittletzte. Und wendet dann die Merkregel an. Musiker. Die drittletzte Silbe wird betont. Es muss immer ein Akzent stehen. Jóvenes, Entschuldigung. Jóvenes, gleiche. Hombre, Fiesta, Rubia, Números, Excelente, Alemana, Española, Canciones, Felices. Alles hübsch bis hierhin. Típico. Ciudad. Hablar. Joven. Señor. Éxito. Fiestas. Moderno. 16. 16 ist ein Nasewort. Müsste auf der vorletzten Silbe betont werden. Man sagt aber nicht 16, sondern 16. Daher Akzent auf der letzten Silbe. Alemán, Español, Canción, Feliz, Árbol, ein Amorwort, das auf der vorletzten Silbe aber betont wird. Jamón, Ciudades und Fede wird auf der letzten Silbe betont, ist ein Nasewort. Braucht also einen Akzent auf dem letzten E. Wir haben dann noch Regeln für Akzentsetzung bei nur einer Silbe.
Dann redet man von dem Unterscheidungsakzent, wenn er dann vorkommt bei einer Silbe. Erst einmal links, die Wörter haben alle keinen Akzent und bedeuten dann ohne Akzent el hombre, der Mann, sie, falls, tu, qué tal tu madre, wie geht's deiner Mutter, mas, aber, jedoch. Häufiger ist aber pero für aber, te quiero, ich liebe dich, se llama Andreas. Er nennt sich Andreas, er ruft sich Andreas, also er heißt Andreas und D, zum Beispiel in Libro de Español, Spanisch Buch, wörtlich Buch von Spanisch. Mit Akzent bedeuten diese Wörter dann folgendes: El wird zu er, sie, ja, tu, du, als betontes Pronomen, Subjektpronomen. Mas, mehr, uno más, dos son tres, te, quiero te, ich will te, se, ich weiß, no sé, ich weiß nicht. Und de ist etwas komplizierter, deme un te heißt, geben Sie mir ein te, wenn man jemanden sieht, und quieres que te de te, ich, willst du, dass ich dir te gebe. Man kann sich hier merken, sie, ja, tu, du werden ja auch mehr betont im Satz als sie, falls oder tu, wenn dahinter kommt, madre, tu madre, tu, eres Laura, vergleich mal. Ja, auch hier ist also der Akzent eine Art Betonungszeichen, wenn man so möchte. Letztendlich haben wir noch den Maria-Akzent. Vergleicht mal diese beiden Städtenamen, Valencia und Almeria. Valencia, da ist das ja eine Silbe. Almeria ist das I und das A getrennt. Man spricht bei Valencia von einem Diphthong und Almeria. Hier liegt ein Hiatus vor. Valencia geht dann nach der normalen Akzentsetzung. Ja, Valencia endet auf A, ist ein Nasewort, muss das Len muss betont werden. Almeria geht nach einer eigenen Regel. Man will hier den Diphthong ia vermeiden und schreibt ia, den sogenannten Maria-Akzent. Und jetzt sprechen wir mal aus. Achtet darauf, haben wir einen Maria-Akzent oder einen oder keinen Maria-Akzent. Uno, la policía. Dos, la farmacia. Tres, Celia. Cuatro, Maria. Cinco, la tía. Seis, madre mía. Siete, pronunciar. 8, el día, 9, Alemania y 10, Colombia.